Bamberg ist eine Fahrradstadt. Für ein Drittel aller Wege wird der Drahtesel hergenommen. Daher sollen die Radwege in Bamberg noch weiter ausgebaut werden. Die ersten Maßnahmen wurden bereits getroffen. Durch die Friedrichstraße zieht sich ein 2 Meter breiter, gelb markierter Pop-up-Radweg auf der Straße. Dieser Testaufbau soll nun dauerhaft angelegt werden. Die Idee kommt von der Initiative Radentscheid Bamberg. Sie fordern eine Verkehrswende. Wir wollen, dass die Leute aufs Fahrrad umsteigen. Dann müssen sie auch relativ schnell und komfortabel nach Bamberg kommen. Doch das Vorhaben bringt auch Probleme mit sich. Breite Radfahrstreifen auf der Straße gehen auf Kosten von Parkplätzen. Mehr Platz für Biker heißt weniger Parkplätze für Anwohner und Touristen, und die sind ohnehin schon knapp. Viele Bamberger fordern, eine effektive Lösung zu finden, die alle Aspekte des Themas berücksichtigt. Die Vorschläge der Bürgerinitiative Bamberg gemeinsam mobil reichen von mehr Haltebuchten bis zum Bau von weiteren Parkhäusern, um die angespannte Verkehrssituation in Bamberg dauerhaft zu entlasten.